Ey, aber ich bin ehrlich, ich merke, ich bin heute gut drauf. Ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte heute noch ein paar Mal schneien. Aris! So gefühlt. Dann sehe ich jetzt die jetzt Moves die jetzt. Veteranen in einem Team. Ey, kann irgendjemand von euch den Move Händchen halten klicken, bitte? Ich hab den nicht. Aber Aris, du darfst nicht schmulen. Ich drücke einfach auf die Tränendrüse. Hatte ich bei dem Team irgendwas Schlaues gedacht? Ich hätte früher nochmal noch mal reingucken sollen. Ja, du hast einen Flunschlick dabei, also prinzipiell hast du nicht gedacht. Ey, sag das nicht. Flunschlick ist ein Ehrenmann. Aber da ist Bobungus. Bobungus ist ja, cool. Alter, Flunschlick ist mega geil. Und ich bin einfach so froh, dass ich habe fast eine Vermutung, wie das Absol heißen wird. Nee, tut's nicht. Dark Knight, nicht? Nee, tut's nicht. Okay. Nee. Stark Bitch. Die Claudia hat eine Pose. Ja, mhm. Yeah, Alter, ich hab Bock. Guck mal, ich bin Bock. Voll gehypt, Mann. Mit meinem Plaudergeist-Shirt. Ich war im Urlaub, ich bin braun geworden. Ich war nicht im Urlaub. Du bist schwarz gekokelt, auf jeden Fall. Vom Typen her halt eher so der Südschwede, aber gut. So, Popcorn. Flunschlick. Und ein Fisch. Hier, ich bin Rex. Flunschlick ist so süß. So, jetzt schauen wir mal. Warum heißt dein Ding denn Wischiwaschi? Weil ich Wischiwaschi eigentlich spielen wollte, aber dann habe ich mir gedacht, das... Claudi, bist du wach? Nein. Okay. Ah, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt mal kurz die Beschreibung lesen. Oh. Ah, fuck. Ich finde schön, da bei der Atari, dass du es Kairo genannt hast, das Pudox. Ich weiß das tatsächlich nicht, was es damit auf sich hat. Echt nicht? Nee, Emmy hat die Spitznamen gemacht. Ach so, das Pudox in meiner Burblock hieß Kairo und der war einfach the last man standing in der Top 4. Ah. Alter, Mann, was... Alter, was oh, sind nein. Denn das für Sets? Als ob der Delegator spielt. Genau, ich kann Delegator. Das erklären. Habt ihr euch ich kann da das irgendwie, erklären. Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen? Ja, klar, die Anziehung. Ohne Witz. Mhm. Das ist aber interessant. Das sind interessante Sets. Können wir mal ganz kurz... Ich glaube, ich kann diesen Sub nicht brechen. Oh, wobei, doch, ich könnte ihn vielleicht brechen. Rex kriegt das hin. Ja, schafft er. Ist ein guter Junge. Als ob. Als ob das Blizzard kann. Ja, alles, was Eisstrahl kann, kann im Normalfall Blizzard. Ich wusste nicht mal, dass es Eisstrahl kann. Au. Haha. Ich habe nicht getroffen, schade. Also ich muss sagen, Rex hat den Sub wirklich gut gebrochen. Dankeschön. Ich bin beeindruckt. Ey, in den FFA ist es viel zu viel Liebe in der Luft. Was? Wow. Dafür schlafe ich. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Aha. Oder alles der Sturm klar, vor der Claudi. Ruhe. Eher so rum. Alles klar, hey, ich schlaf jetzt. Ich bin wehrlos. Tut mir leid. Außerdem hast du meine Mons voll genervt im Bett. Mhm. Nehmt euch ein Zimmer. Du hast Anziehung gedrückt jetzt gerade, nicht ich. Ja, ich bin nur ein cooler Hund, ne? Ja, absolut. Und warum hat Golking eigentlich, was du davon hast? Warum hat Golking tatsächlich mal früher einen Hund, der hieß Rex? Also jetzt mal legit, hallo, in FFAs auswechseln. Ach, ist das verboten? Alter, das ich schlafe und du triffst trotzdem nicht. 30%, hallo. Alter, dieses Flunschlick hat wahrscheinlich einen größeren Flächeninhalt als Bayern. Weißt du, du triffst es nicht, obwohl es schläft. Aber ja, Tarek, man wechselt in FFAs nicht aus. Vor allem nicht, wenn man potenzielle lustige Anziehungsplays hätte. Das ist so, stimmt. Das merke ich mir. Tarek, das ist super. Ich habe auch nicht ausgetauscht. Ja, weißt ich du hätte was? Dich. Ich wechsle zurück. Ich bin ein fairer Mann, okay? Ich wechsle zurück. Ja, danke. Wieder fairer Mann, der ich bin. Ja, dann drück aber auch bitte der Anziehung. Ich möchte wieder dieselben Gefühle haben wie früher. Ja, ich möchte aber ich wieder zurück. Ich schlafe noch. Aber ich versuch's. Ja, dann wach auf. Ja, aber die eine Runde schlafe ich doch. Schläft man nicht immer mindestens eine? Stell dir doch einen Wecker. Ach so. Gibt's doch. Ta, ach Mann. Aris holt wieder. Nee. Ah, ich penne noch ein bisschen. Ich finde, so. Flunschlick sieht so geil aus. Ich würde es voll schön finden, würde es ein Sprite geben, wo es lacht, denn das sieht ziemlich lustig aus. Im Gen 5 Sprite. Regentanz? Ja. Oh mein Gott, er hat Donner! Oh nein! Flunschlick, bitte! Oder die HP Water. Ja, die will ich die verstärken. Flunschlick! Ich knuddel dich! Ja, das letzte, was knuddelt, was piss dich. Also! Einfach dein Teammate angreifen. Ja, fass mal also, Schluck. Das geht ja gar nicht klar. Los, Popcorn! Ha! Alter! Wow! Macht der echt! Boom, boom! Macht er nicht, wie ein oder? Boom, 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 Boomerang.
kommt das Flohenschläg immer wieder an. Okay. Backentaschen, Alter. Oh. Na, immerhin ist es jetzt direkt weg. So, also ich bin ja dafür, das Vieh da drüben schläft. Wir greifen Steffen an. Die gibt, nee. Ich kann halt leider das Flohenschläg überhaupt nicht mehr touchen, gell? Ah. Dann kann ich auch dich tot machen, damit du das nächste Mon reinholen kannst, wenn du willst. Hier, ich erzwinge euch. Wenn ich will. Also ich will nicht. Okay, ist gut. Ist in Ordnung dann. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, aber da dieses... Das Ding nervt mich. Ach, du mega. Das ist aber ein cooles Set tatsächlich. Das ist ich hab das schon... Also Warte, dir glaub ich das sogar. Ich hab das schon mal in einem FMA von dir gehört. Oh, das ist so fies. Leute. Hat er verdient. Ja. Das geht ja, das macht nichts. Als ob das lebt noch. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Kann man zwei Seher gleichzeitig einsetzen auf verschiedene Leute? Oh, warte mal, das klappt. Ach du Scheiße. Jetzt liegst du. Karma. Ja, das passiert, wenn man sich in. Hey, das war, glaube ich, das größte Nee-Du, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Ehrlich. Also wollte sich quasi. Oh. Claudi wollte sich gerade am Barzieher machen und Emmy hat Nee-Du gesagt. Wunderschön. Wunderbar. Ja. Oh Mann, Popcorn. Tja, ne? Soll ich euch sagen, warum es Popcorn heißt? Mir ist kein Name eingefallen, ich habe zur Seite geguckt und da stand die leere Dose Popcorn. Das ist gut. Eine wunderbare Geschichte. Ich bin aus dem Palanergarten. Ja, da fällt direkt der Game-Boss. Ich freue mich schon auf mein nächstes Pokémon Handcreme. Oder auf mein anderes nächstes Pokémon-Gutschein aus dem Mediamarkt. Warum hast du Handcreme? Das ist die von Emmy. Ah, ja. Ja, Handcreme. Tja. Claudia. Meine Güte, Popcorn. Ja, ne, immer diese Leute, die Anziehung einsetzen, ne? Schlimm. Ja. Wer hat sich so einen Move ausgedacht? Alter, Knacki? Ich hab erst Kacki gelesen. Oh. Als ob der einen Ballon... Beide haben gegen deine Dampfwalze gepreppt. Ich glaub's auch. Ich wollte halt nicht Erdbeben spielen. Ich als dachte, ob. Das ist halt ein bisschen zu heftig. Das ist jetzt so ungünstig. Kann ich bitte nicht? Bitte, ich geb dir Geld. Okay, schade. Nein, das war gar nicht gut. Jetzt kriegst du noch was. Ich wollte auf das Scheißding Donnerwelle einsetzen, wenn es jetzt um das absolut. Nein! Ja, danke euch. Sei froh, du bist ein Bodentyp. Aber das war trotzdem lustig. Oh, zum Glück. Ja. Aber das wäre so heftig gewesen. Oh, Mann. Oh Gott, Magiespiel ist eine tolle Fähigkeit. Ja. But comes around. Warte, ich will jetzt mal etwas versuchen. So, Magiespiegel, lass mich nicht im Stich. So. Ich habe, by the way, nur noch ein Pokémon, deswegen denkt bitte über eure nächste Aktion. Ja, und Claudia hat alle dich, drei. Du hast das erste FFA gewonnen. Was ist hast das für eine Frage? Claudi? Hast du? Doch? Ja, hast du. Habe ich mit Popcorn angefangen? Ja. War das ein speziell offensiver Scroll? Gib's zu. Ja, ich sehe dich. Also auch. Dabei versuchst du alles nicht aufzufallen. Ja, komm, bitte, tu es. Krieg ich das jetzt? Yes! Alter, schwebst du jetzt? Ja, Alter. Alter, keiner hat Bock. Alter, das sind richtig die Strats hier. Das ist ja voll krass. Bitte, tu es. Schade. No. Aber ich hätte nicht Dampfwalze eingesetzt. Leider. Das wäre lustig gewesen. Das wäre echt krass, mein guter Tarek. Hätte ich euch allen gezeigt. Ich sehe mal weiter Attacken voraus. Manu. Das ist voll der schlechte Eindruck hier. Okay, hört mal auf damit. Sag mal, hört das Attract eigentlich auch irgendwann auf? Nein. Wenn das Mon, das dich angezogen hat, stirbt, dann hört es auf. Gott. Oder wenn du den Tarek-Move machst und den FFAs auswechselst. Ja, oder so. Ich bin Praktikant. Ich wusste das nicht. Nein, Pikachu. Ja, das muss man ihm schon zugute halten. Wow, sehr gut. Hä? Warum? Das geht auf alle. Ach so. Ich war kurz. Alle halt jetzt halt richtig viel sogar hoch. Ich wusste nicht, dass es auf okay, alle geht. Okay, vielleicht doch nicht. Oh. Richtig viel, heftig. Ja, wir sind auch noch nicht ready, okay? Oh, okay, ja gut.
Ja, danke, Popcorn. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu gehen? Ich bin jetzt auch schon gleich bei meinem letzten Pokémon. Ihr müsst ja, diesen, weil diese du hast Leftovers. Okay? Ihr müsst dieses Drecks Flunschlick fokussen, weil ich kann dem nix. Tarik, Flunschlick ist nicht, es liegt im Dreck, aber es ist nicht dreckig, okay? Oh, eventuell. Wir wissen doch, dass Drecks in der, in der Diskussion Drecks verwendet werden. Ja, das trifft wieder. Achso, das hat die Mickey drauf, Entschuldigung. Gigastoß, go! Ja, go, rein da. Schön, dass es auf dich geht. Leute, ich will meine anderen beiden Mons auch noch zeigen, okay? Nee. Könnt ihr mal irgendwie, also nicht, dass ich euch auffordere, mich anzugreifen, aber... Aber greif doch. Ja, ich nehme da fast was. Sagt der mit Giftschleim im letzten Match. Ja. Ja, Telekinese gut, wirkt nicht mehr. Oh, ey, da muss ich für neue sorgen. Scheiße, nein. Oh, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, bitte. Bei der Macht von Grayskull. Okay, ich habe, glaube ich, den Counterplay gegen deine Telekinese. Geht das? Naja, ich habe Gigastoß eingesetzt, also viel Spaß. Oh, wow. Aber lass es mal versuchen, ey, lass es mal versuchen. Das ist jetzt... Oh, Flunschlick, es tut mir leid. Für die Wissenschaft. Ha, du kriegst noch einen See ab. Bang, bang. Wow, das war guter Schaden. Okay. Oh, krass. Heftig. Und Leftovers. Okay, so, Tari, okay, lass uns okay. Das mal probieren. Ich will wissen, ja, ob ja, was funktioniert. Ja, ich will das jetzt wissen. Greift uns nicht an. Das ist also, wichtig. Okay. Doch, also greift mich nicht an. Also, nee, greift tot. Uns nicht an. Das passt schon. Wobei ich glaube eh der Schnellste bin. Ich bin auch schneller als dieser Triple. Warte, ich habe noch einen Monty, Claudi hat noch zwei und ich soll euch nicht angreifen. Ich habe auch noch zwei. Mein zweites ist fast tot. Ich habe quasi auch nur eins. Hier einmal liebe Grüße an Emmy. Los, Ursula! Aha, die Claudi hat IVs verteilt. Du widerst mich an. Hey! Der schmult, das ist verboten! Ich sehe, dass du 160 KP hast. Mhm. Ja. Habe ich aber auch. Also, EP, EP ausverteilt. Tarik ja, auch. Ich auch. Tarik hat Full KP. Okay. Nun, das ist jetzt nicht. Ja, ich habe es tatsächlich auch gemacht. Es zieht doch nur den Rest der Leute aus. Ich kann mir nicht entscheiden. Glaub mir, nach der letzten FFA-Runde. Schlimmer kein anderer Mensch, werden. Keiner wird auf diesem Dings noch blöd angemacht. Nicht nach den letzten FFAs. So. Freeze. Bitte, bitte, ich gebe dir Geld. Nochmal. Okay. Nochmal, okay. Was? Warte mal. Schade, so. Ich dachte. Ja, okay. Gut. Was macht Übernahme? Na, das klaut dadurch quasi, wenn jetzt dein Gegner Drachentanz einsetzt, klaust du den Drachentanz. Ah, oh, okay. Ja, yeah, ich habe die Dimension verdreht. Nee. Da steht ein Meloetta und ein Mega Absol. Ja, ja, warte doch mal, ich arbeite daran, okay? Das müssen wir jetzt da mal machen. Ich arbeite daran. Müssen wir das wirklich? Glaubst du nicht, dass wir vielleicht eine Lösung finden können, die für alle lukrativ wäre? Nein. Du hast schon eins gewonnen. Okay. Oh nein. Hast hoffentlich die Fähigkeit, dass dein Fluchtwert jetzt sinkt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also. Fuck! Sehr schön. Nein! Ich glaube, ich habe wirklich keinen Cherry drauf, aber es ist noch nicht getriggert. Doch. Du hast gerade den Fluchtwert eben verloren. Ja. Nein. Warum, ihr Idioten? Ich hätte das Meloetta rausnehmen können! Mit Doppelteam, oder? Nein, mit Nachtteam, Mann! Aber ich wollte es cheesen. Och Mann, ihr seid so doof. Also wir sind Idioten, ja, weil du Doppelteam drückst. Mann, ich bin voll sad, dass ich nichts machen konnte. Jetzt mal legit, hattest du wirklich Umkehrung? Ja, ja. Hast doch gesehen, rumgezickt. Mann, ich... Okay, die Emmy hat gegen okay. Alles gut, das war super lustig. Emmy hat's gar nicht gegen. Ja, schieb's halt auf jemand anderen. Nee, das ist schon meine Schuld. Ich bin ich fand's lustig. Ich stehe dazu. Aber Guys, jetzt kommt. Tut, die Eisenbahn. Nee, jetzt. Was? Oh Mann. This is not me, Daiki. Tut, die Eisenbahn. Darf ich mal erwähnen, dass Shiny Bobomo super hübsch aussieht? Das ist wahr. Das sieht wirklich voll schön aus. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh, Egelsamen ist sowas Oh Gott, super süß. Nee. Ach du Schande.
gehe nach Hause. Das ist mein letztes Mon, okay, ich will es leben. Es ist unser allerletztes Mon. Also, und ich habe das Toxic Mon besamt, also bleibt mal entspannt. Ja, komm, geh nach Hause. Okay, nee, schade. Der hat noch Telekinese drin. Deswegen haben wir, weil die Erdkräfte daneben gingen. Sehr gut, Ares. Siehst du, Claudio, du musst dich hier nicht schämen. Selbst ein etablierter Pokémon-Spieler wie Ares macht noch Plays, die einfach nur strikt dumm sind. Okay. Damit habe ich jetzt natürlich das beruhigt nicht mich doch. Das Ding ist, warum heißt dein Vieh eigentlich He-Man, wenn es weiblich ist? Schau dir die warum heißt es nicht He-Woman? Ey, ohne Witz, Claudio, sorry, aber nee. Also, nicht du Egelsams hierbei, nicht bei. Nee. Erst Anziehung, dann Besamen. Was ist mit dir los, Claudi? Ich will gewinnen. Alter Tarek! Was ist dein fucking Problem? Oh, sie macht den Barry. Alle Beschwerden bitte an Ares weiterleiten. Oh, das ist mal. Was kann ich jetzt dafür? Ich weiß es nicht. Nee, ist okay, aber es ist voll sad. Ich hätte gern mehr von dem Ding gezeigt. Ich hatte noch Kraftabsorber drauf. Ich glaube, es ist sehr, sehr schön, dass es so geendet ist, wie es jetzt endet. Und ich hatte noch Protect drauf. Das war ein richtiges Scheiße. Oh, das also, ist voll. Weißt du, wie man solche Leute den Fachjargon nennt? Warum bin ich überhaupt schneller? Arschloch. Claudi, denk mal drüber. Die Claudia hat doch davor Dinge eingesetzt. Macht keine Sorgen. Aber oh, stimmt. Bizarro-Raum hatte ich doch eingesetzt. Ja. Wieso macht das so viel? Das ist... Und bitte jetzt Bizarro-Raum. Ja, perfekt. Das ist kacke, weißt du warum? Ich hab Lehmschuss. Oh. Das wäre sehr cool gewesen. Ja. Hätte ich mal jetzt eine 50% Beere. Aber bei der Frisur kannst du nicht widerstehen, oder? Die ist schon wirklich unaus... Was haben die sich da gedacht? Ich weiß es nicht. Sie? Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Das nee, das Ding drüber ist, es gibt halt wirklich Steine, wo sich so magnetisches... Und ja, genau, wo sich so Zeug dran sammelt. Ja, aber das sind Maulwürfe. Nein, ach so, ja, okay. Das speichere ich jetzt, nein, weil jetzt oh, habe ich nee, gewonnen. Ich will, oh. Nee, ich wollte es nicht speichern, hab's aber ausgesehen. Alles okay, ich werde das einfach nicht hochladen. Hi und willkommen zur Endcard. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und mein Dank gilt auch den Kanalmitgliedern, die hier jetzt aufgelistet sind. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Kanal supportet. Links kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, und das empfehle ich wirklich. Und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung jetzt am besten zu dir passt. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Resttag und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.